Willkommen meine Zuschauer zurück beim dritten Part von Let's Play Mega Man. Ich habe mich hier anfangs vom letzten Teil bei der Elegman Stage probiert und ich muss sagen, sie kotzt mich an. Nicht nur, dass man hier sehr leicht runterfallen kann, sondern und dass wir Magnetilos auftauchen, also diese elektroschießenden kleinen Biester, die ich so getauft habe. Oh. Manchmal können sie auch was Gutes tun. Oh ja. Und die Musik finde ich immer noch toll. Ja, man kann sie so nicht kaputt machen. Da dolt auch noch dann eben. Und ich brauchte die Munition, ich brauche die Waffe für den Boss. Verdammt. Ich kann jetzt schon sehen, dass ich dann hier sowieso dann nicht mehr weitermache bei dir. Da muss ich mir doch eine andere State aussuchen. So, Beyblade zunichte gemacht, okay. Gerade noch zu der normalen... Oder kommt da noch... Ach nein. Ich glaube, jetzt kommen wieder die... jetzt kommen Magnetis. Oh. Schon wieder Leben? Oh, du Fan. Oh. Na, das lasse ich mir nicht hingehen. Das hat ja gar nichts gemacht. Oder kommt es mir nur so vor? Naja. Vielleicht schaffen wir dann auch Elegman mit dem normalen Buster, wer weiß. Da komme ich noch nicht hin, da brauche ich Gutsmans Fähigkeit. Mit der kann man nämlich Felsen bewegen. Ja. So schlau bin ich noch. Gut. Das kam mir gerade... Oh. Na. So. Bingo. So, die brauche ich nicht, deshalb wechsle ich zu der normalen Waffe. Tja. Ich denke auch mit. Ich tue nicht nur sinnlos hier. Ah ja, hier kommen wieder die Magnetilos. Yep. Warten. Mir fällt kaum... Ah ja. Ah, die Little Springer. Wie süß die doch sind. Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen. Das wollt ihr definitiv. Hopp, was? Bitte, das war doch schon weg. Der Ton geht doch länger, als es da ist. Was soll denn der Kack? Das kann ich jetzt schon verdammt vergessen. Weil da noch der Big Jumper kommt. So, jetzt aber. Ja. Das kann ich total vergessen. Yep, weil hier auch keine Energie mehr ist. Ja. Dann probiere ich mich halt doch nochmal ganz mit Stage. Mit Ruhe und Bedacht, Christian. Mit Ruhe und Bedacht. Ja, so geht das Mega Man. Ah ja. Oh, warten. Yep. Okay. Vielleicht kann ich unter dem... Mit der Energie... Und? Du fieses... Nein. Na toll. Och toll, ich habe noch einen Versuch hier zu sterben. Supi-dupi. Und die Energie wird auch nicht aufgeladen. Super toll. Oh. Ich könnte jetzt selbst mal begehen, aber nee. Wenn, dann stehe ich das schon richtig durch. Oh. Da-da-dam. Und auch noch. Ihr wollt auch was? Ihr wollt auch was? Hä? Ich habe für jeden von euch genug Trash hier im Paket, egal. Ihr müsst es euch nur bei mir abholen, mein lieben Onkel Mega Man. Ja. So. Falsche Taste hier. Also, da kann ich mir das ja wohl sparen. Im richtigen Moment. Mann, warum verwechsel ich die Schuss mit der Sprungtaste? Und... Hey! Du kleiner, mieser Dreckskerl. Na gut, du wirst es auf die harte Tour. Bitte, da hast du's. Gut. Also genügend Punkte zum Bestehen hätte ich schon mal, aber... Darauf kommt es nicht an. Oh. Hier geht mir ge... In jedem Spiel gibt es wohl einen Gegner, der mich total auf die Palme bringen kann. Na? Wollt ihr mehr?
Wollt ihr mehr? Kommt ruhig. Ich versohle euch den Hintern. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Oh ja. Na? Ah ja, stimmt. Na toll, dann habe ich die Level bestanden, aber kann den Gegner nicht mehr besiegen. Da brauche ich es nicht mehr. Hep. Auf die Big Jumper, was sie auch aushalten. Verdammt nochmal. So. Ja, was zum Teufel? Okay, Christian. So. Mega Man, kletter doch mal schneller. Zeitlupe ist extrem cool. Das kann ich bestätigen, aber nicht in solchen Momenten. So. Kletter, klettert die Leiter hoch. Ja, ja. So. Button. Ja. Ja. Der braucht mich doch nur wieder einmal zu treffen und ich bin hinüber. Dass Mega Man auch nicht mehr aushält. Die konnten ja sowas. Es gibt ja zwei Items in dem Spiel, mit denen ich meine Energie wieder aufladen kann, aber sie können auch sowas machen, wie dass man mehr Gesundheit kriegt. Aber ne. Auf den Gedanken kommen sie ja nicht, die Entwickler. Ne? Sowas wie zusätzliche Lebensanzeige, wie bei Metroid. Okay, Gutsman. Alter Haudegen, alter Dunkel. Kumpel. Dunkelkumpel, ja, ja. Probier ich halt nochmal deine Stage. Vielleicht treffen wir uns ja diesmal. Elmi, so. Oh Mann, super spannend. Naja, ich weiß, ich sollte mir Enthusiasmus reinbringen. Aber manchmal, das habe ich bei meinen Let's Plays festgestellt, wenn ich mal unmotiviert bin, dann klappt es auch immer. Das ist so eine Geheimstrategie bei mir. Also einfach mal unmotiviert sein. Dann klappt es schon, auf gar keinen Fall. Das kann ich jetzt schon sagen. Das kann ich jetzt schon sagen. Oh nein. Nein, Spiel, du wirst mich nicht niederkriegen. Ich schaffe dich. Das ist ein Versprechen. Nicht nur an mich selbst, sondern auch an meine Zuschauer, ja. Aber sowas in einer der Endpunkt-Stages, bei der finalen Stage, könnte ich mir das gut vorstellen. Ich glaube, es kommt da sogar noch mal vor, aber... Bei so einer Stage... Bei einem normalen Bossgegner. Bitte, Leute. Das ist doch ein bisschen... Und das waren wir... Kinder gedacht. Also, es gab da sicher schon frühkindliche Frustrationen bei dem Spiel. Die Kinder möchte ich gerne mal kennenlernen und sie über Mega Man befragen. Wie habt ihr das empfunden? Es war ein lebender Albtraum oder sowas. Ich hatte gar keine Lust mehr zu irgendwas. Ich übertreibe jetzt hier wieder schamlos. Rede Unsinn den ganzen Tag. Das ist meine Art. Oh ja. Yep. Mich hier auch noch aufs Spielen zu konzentrieren. Ja, das ist so eine Sache. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Yes! Weiter so! Yes! Yes! Oh. Das war. Macht euch sicher stützig. Rauf der Kopf da, schön dich zu sehen. Oh ja. Oh, oh, oh. Wer bist du denn? Du hammerwerfender Vertreter von den Koopas? Na 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 na, du bist nicht nett. Na! Wo fange ich an? Au, au, aua. Mach meinen Handrücken, aua. Verdammte. Oh. Leute, jetzt weiß ich aber zumindest, wie ich rüberkomme. Hoffentlich klappt das auch so im nächsten Part gut. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Ich weiß, das war jetzt wieder ein Misserfolg in diesen Videos, aber niemand hat behauptet, dass das Spiel leicht ist. Oder dass ich es in der und der Zeit schaffe. Aber meine Hand tut weh. Ah, na gut, aber ich glaube, ich kann meinen Zorn noch zügeln. Ihr müsst es mir erstmal erleben, was ist, wenn ich mich wirklich hier aufrege und den Turbo einschalte. Also, gerade noch hier ins Menü.
Stay Select. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, meine lieben Zuschauer. Bis zum nächsten Part von Let's Play Mega Man. Sagt euer 93 Turbo, I love to entertain you. Goodbye und tschüss.